Und hiermit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Und wir spielen mit der weiter bei Yu-Gi-Oh! Die unbesiegbare Riesenmotte. Nach seinem Sieg gegen Seto Kaiba war Yugi überrascht, als er ein Paket von Maximilian Pegasus erhielt, dem Schöpfer von Duel Monsters. In dem Paket war eine Videokassette. Als Yugi sich sie in den Via-Rekorder einlegte, erschien das Gesicht von Pegasus auf dem Bildschirm. Ich weiß nicht, ob das mit O geschrieben wird, aber okay. Hier wird's mit A geschrieben. Okay. Ich grüße dich, kleiner Liga. Ich bin Maximilian Pegasus. Okay. Er nennt sich selber, ist wahrscheinlich Franzose, deswegen hat er immer Maximilian. Ich habe eine sehr interessante Dinge über dich gehört. Dein eindrucksvoller Sieg über Seto Kaiba hat mich so fasziniert, dass ich beschlossen habe, mich selbst von deinen Fähigkeiten zu überzeugen. Wir werden hier und jetzt ein Spezialduell abhalten. Auf einmal brachte seltsame und arkane Magie die Zeit zum Stillstand, sodass sich niemand mehr bewegen konnte, außer Yugi. Diese dunkle Dimension, in der wir uns befinden, ist das Reich der Schatten bekannt. Ein mystischer Ort, an dem unglaubliche Monster beschworen werden können und das Unmögliche durchaus möglich wird. Jetzt wieder Yugi, wieder digitiert. Sag mir, Yugi, glaubst du, dass diese Karte in einer Magie innewohnt? Weißt du das denn nicht? Du hast dieses Spiel entfunden. Nun, das ist nicht ganz richtig. Ja? Vor langer Zeit nannten die Ägypter es das Schattenspiel. Mächtige Pharaonen trugen mystische Duelle in anderen Dimensionen aus, genau wie wir es jetzt tun. Doch statt mit Karten kämpften sie mit echten Monstern echter Magie. Diese magischen Kräfte waren derart mächtig, dass die Ägypter die Kontrolle über sie verloren und beinahe die ganze Welt zerstörten. Es ist eine gute Geschichte, aber diese Monster können nicht echt sein. Diese Monster sind sehr wohl echt und auch sehr gefährlich, Yugilein, du gefällst mir. Dein finsterer Blick und dein höhnisches Lächeln so trotzig und doch hilflos und du weißt gar nicht, welche Macht dein Millenniums-Puzzle innewohnt. Yugi blickte auf das Millenniums-Puzzle hinab, das er um seinen Hals trug. Also das Ding hier, das Gelbe. Mein Puzzle macht... Vor 5000 Jahren schloss ein mächtiger Pharao die Magie der Schattenspiele in 7 mystischen Millenniumsgegenstände ein. 7 Gegenstände? Du meinst, mein Puzzle ist einer davon? Ja, es birgt mystische Energien in sich. Magie, die dein Leben für immer verändern könnten, wenn du nur wüsstest, wie man sie entfesselt. Während des Duells der beiden schien es, als könnte Pegasus jeden Zug von Yugi vorausahnen. Trotz dieser Nachteils warf Yugi all sein Können die Waagschale und hatte fast gewonnen, aber es scheiterte an der Zeitbeschränkung. Ich habe heute gesehen, wozu du in der Lage bist, Yugimoto. Bei unserem nächsten Duell wird der Einsatz wesentlich höher sein. Ich bin mit deinen Spielen fertig. Du unterstellst, dass ich dir eine Wahl gebe. Aber das tue ich nicht. Denn auch ich besitze einen der 7 Millenniumsgegenstände, das allmächtige Millenniumsauge. Ja, das gelbe Ding, ein Millenniumsauge. Ganz genau, Yugilein, ich werde dir zeigen, wie viel Magie in ihm steckt. Nach meiner Erfahrung lässt sich jeder am Ende auf mein Spiel ein, wenn nur der Anreiz stimmt. Die Macht des Millenniumsauges schlug zu und stahl Großvaters Seele. Yugi konnte einfach nur dastehen und entsetzt zustehen sehen. Yugi, Großvater, wir werden uns wieder duellieren. Yugi, wie sonst willst du die Seele deines Großvaters zurückholen? Yugi hatte keine andere Wahl, als an Pegasus-Turnier in Königreich der Duellanten teilzunehmen und die Seele seines Großvaters zurückzuholen. Deines? Seines! Im Königreich der Duellanten bekam jeder Duellant 2 Sternmarken, die er einsetzen konnte, um gegen andere Duellanten auf der Insel anzutreten. War er es auf 10 Sternmarken brachte, durfte er an den Finals des Turniers teilnehmen, in denen es um den Hauptpreis von 3 Millionen Dollar gehen würde und um die Chance, sich mit Pegasus selbst zu duellieren. Okay, es ist echt sehr, sehr lang mit der Story. Bei seinem ersten Duell musste Yugi sich gegen den hinterlässigen Wirbel
Underwood antreten, mit dem er eine Rechnung zu begleichen hatte. Während der Überfahrt zum Königreich der Dolenten hatte Weevil Yugis kostbare Exodia-Karten genommen und in den Ozean geworfen. Idiot. Als Yugi Weevil auf der Insel entdeckte, verfolgte er ihn bis in den Wald. Herzlich willkommen, sagte die Spinne zur Fliege. Du bist direkt in meine Falle geflogen. Du wirst dafür jetzt gerade stehen müssen, dass du meine Exodia-Karten zerstört hast, Weevil. Und wieder digitiert. Kannst du nicht die Vergangenheit ruhen lassen? Hehehe. Weevil, es ist Zeit herauszufinden, ob du im Duell genauso gut bist wie im Weglernen. Bin ich denn einfach weggerannt oder habe ich dich geschickt in mein Netz gelockt? Es ist Zeit für ein Duell. Das Geschichte-Deck. Boah, es ist meistens mehr Text, als es ins Duell, glaube ich, geht. Okay. Wieder Platz gewonnen. Ich spiele wieder als Zweiter. Das sieht aber schön gemacht aus hier hin. Aha, er spielt die Killerbiene und die Laserkanone. Und den Wald. Und Korn der Ultra-Evolution. Hä? What? What? Yo, chill, Bruder! Alles klar, Kollege. Ist okay. Ich aktiviere Ödland. Okay, das war eventuell blöd, aber ich aktiviere brennendes Land. Dadurch werden Spielfeld-Zauberkarten zerstört, aber ich kann wieder Ödland spielen. Und habe jetzt mal ein ganzes Feld für mich. Spielfeld-Zauberkarten werden hier in so Spielfeld-Zauberkarten-Zonen gespawnt. Und die geben uns einen Boni. Zum Beispiel alle Dinosaurier, Zombie und Felsmonster bekommen 200 Angriffspunkte und Defensivpunkte. Und so weiter. Ich setze eine Karte verdeckt. Faszinierend Kreis. Und ich beschwöre den Hornkobold im Angriffsmodus. Ich beende meinen Zug. Ich finde es gut, dass er schon perfekte ultimative große Motte hat nach dem Zug. Als erstes kriegst du brennendes Land ab. Noob. So, komm. Greif an. Darauf habe ich gewartet. Ich aktiviere faszinierender Kreis und hindere dein Monster am Angreifen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich das besiegen soll, aber ich bin, dass ich es habe. Aua. Ja, brennendes Land gibt mir auch 500 Schaden pro Runde. Ich setze die Karte verdeckt und greife mit Hornkobold da an. Kann ich dich in Verteidigungsmodus legen? Irgendwie nicht, ne? Hallo? Das ist sehr komisch gemacht hier, muss ich sagen. Okay. Du kriegst wieder 500 Schaden. Polymerisation, das ist wichtig. Denn es gibt hier auch ein extra Deck. Da kann ich jetzt zum Beispiel Drachenmeister Gaia beschwören. Wenn ich die beiden Karten habe. Da stehen Konditionen drauf. Zum Beispiel hier Gaia, Zorniger Ritter und Drachenfluch. Wenn ich die beiden habe, kann ich die Karte aktivieren und kann das beschwören. Das hier ist mein normales Deck. Das ist der Friedhof. Und so geht es einfach weiter. Geh mir weg mit deinem kleine Motte. Also allein durch den Effektschaden wird Weevil
Brüder später drauf gehen. Ich hoffe nur, dass... Aua. Oh, Monsterreinkarnation. Das ist gut. Oh, Mensch, besser Käfer. Ey. Ich setze eine Karte verdeckt. Das wäre echt ziemlich traurig, wenn ich dadurch jetzt gewinnen würde, die ganze Zeit. Aua, verdammt. Alu-Polymerisation, warum ich so viel davon habe, ist mir ein Rätsel, aber... Schön, dass ich das hab. Ich aktiviere Monster-Reinkarnation. Ich werfe eine Polymeration ab und hole mir einen Hornkobold. Und beschwöre ihn. Das habe ich jetzt gemacht, weil ich sonst Probleme gehabt hätte, wenn er noch ein neues Monster beschworen hat. Hätte er mein Monster zerstören können und hätte mich direkt angreifen können. Ich habe jetzt nur 200 Lebenspunkte Vorsprung. Macht jetzt echt nicht so viel aus. Das ist aber gut, dass ich faszinierender Kreis gehabt habe. Aua. Schon wieder. Mann. Ich spiele Mammutfriedhof. Ah, ich kann ihn jetzt ändern, theoretisch. Zack. Ah. Oh. Beschwöre. Wilder Kaiser, indem ich Torike opfere. Wahrscheinlich wird dieses Positioning für spätere Aktionen wichtig sein. Aua, das ist nicht gut. Hey! Oh. Oh, oh, oh. Hey, yeah. Das ist nicht gut. What? Aua. Au. Aua. Nun gut. Das wäre das erste Duell, was ich ja schon verloren habe. Ich kann nichts spielen, da mein Drachenfluch Stufe 5 ist. Er hat zwei starke Monster auf dem Feld. Ich beende meinen Zug und lass mich erstmal besiegen. Und tschüss. Aua. Okay, das versuchen wir nochmal. Ja, das können wir jetzt überspringen. So, komm. Niederträchtiges Teilbein. Ach, okay. Ah, Faust hat gewonnen. Das sind doch deutlich bessere Karten, muss ich sagen. Ich aktiviere brennendes Land. Ich zerstöre dadurch einen Feldzauber. Füge uns jeweils 500 Punkte Schaden zu jeder Runde. So. Oh, das sind gute Karten. Torike kann weg. Er kann weg. Ich setze eine Karte verdeckt. Ich beschwöre.
Biberkrieger. Rüste es mit dem Horn des Einhorns aus. Wodurch es 700 Angriffspunkte bekommt. Und auch Defensivpunkte. Ich greife dich mal an. What? Alles klar. Das ist trotzdem 500 Punkte Schaden. Nochmal Horn des Einhorns. Oh, und er hat Menschenfresserkäfer. War klar. Aua. Hey. Oh oh. Ich beende meinen Zug. Ich aktiviere die Fallkarten extra noch nicht, weil es sich noch nicht lohnt, aber. Ach ja, jetzt habe ich die. Aua. So, ich beende meinen Zug. Weil diese Runde will ich jetzt mehr Schaden bekommen. Genau. Und jetzt kann ich mit hiesige Kraft richtig kann ich alle Monster zerstören. Okay. Faszinierender Kreis. Ich könnte aber gut und gerne jetzt mal irgendwas gebrauchen, was. Sieht jetzt echt schon wieder ein bisschen knapper aus. Resonanz, falls dieser kannst du einfach oder weg hinzufügen. Aua. Na, hi, mein Gott. Aua. Mein Gott, nervt das. Das Deck von Yugi ist ja super. Der hat drei Monster auf Stufe 4 drin, aber ansonsten nix. Okay, ich aktiviere jetzt das ist ja ein Kreis, weil so kriege ich drei Züge mehr, die ich jetzt haben kann. Eine kleine Motte. Ach ja. Geil, ich habe Kuribo. Das ist echt nicht geil, ne? Oh, du kriegst Schaden. Ich aktiviere den Effekt von Kuribo. Ich in den Effekt keinen Schaden, wenn ich ihn abwerfe. Oh, wenigstens eine Karte. Danke. Aua. War wahrscheinlich aber zu spät. Rüste ihn mit zwei Horn des Einhorns aus. Jetzt hat er 2000 Angriff. 2800 Angriff. Bam. Aber das war zu spät. Ich werde in zwei Runden sterben, wenn ich die Karte nicht wegkriege. Oh, ich werde jetzt schon sterben. Damit habe ich verloren.
Dann kann ich einmal aufgeben. Mal aufs Deck klicken. Dann versuchen wir es nochmal. Gegner denkt nach. Setze Monster und setze eine Karte verdeckt. Beende meinen Zug. What? Warum hat er das gemacht? Hey, ist zu viel gesoffen, der Typ. Nein. Er soll halt den Schaden bekommen. Nein. Alter, das nervt echt mit der Karte. Ich die Wut beschwöre, herbeigerufener Totenkopf. Nein, ich will ihn immer noch nicht aktivieren. Meine Fresse. Ich greife deinen Killerbiene an. Ah, hallo Wabuku. Weil diese Katze nervt echt, wenn man das ganze nachfragt. Nein. Immer noch nicht. Greife. Nein, ich will die Karte nicht aktivieren. So, und dann greife ich das Ding an. Das ist wahrscheinlich wieder ein Menschenfresserkäfer. Doch nicht. Aua. Ah, Landform. Fügt eine Spielfeldzauberkarte hinzu, deiner Hand hinzu. What? Das war echt nicht schlau von dir. Aktiviere Ödland. Mein Monster bekommt 200 Angriffe. Außer das, weil es ein Unterweltler ist und kein Dinosaurier oder so. Boah, geht mir die Karte auf den Nerv. Menschenfresserkäfer natürlich auch. Hallo, Riesenameise. Immer noch nicht. Oh, ich aktiviere elegante Wohltäterin. Den werde ich sowieso gerade nicht spielen. Ich aktiviere verrätische Schwerter. Weil ich zu lang geschützt.
So, nein. Nein. Oh, ich habe einen Monster, meinte ich. Beschwöre ich dann direkt. Aktiviere ein Horn des Einhorns. Um es zu verstärken. Diese Katze nervt echt jetzt langsam. So, dann beende ich meinen Zug. Dann greife ich mein Monster, das Monster an. Beschwöre Torike. Diese Karte nervt echt stark. Oh, dann greife ich das Monster an. Das ist wahrscheinlich wieder ein Menschenfresser-Cap. Oh no, doch nicht. Sprung der Blutton. Nein. Das war nicht smart. Sagen wir es mal so. Höre Drachenfluch, indem ich das Monster opfere. Weg damit. Weg damit. So, dann zieht er wieder. So, jetzt endlich habe ich was. Ich aktiviere Polymerisation. Ich fusioniere meinem Gaia in meiner Hand und Drachenfluch in meinem Feld zusammen und beschwöre alle Erfolg Drachenmeister Gaia mit 2600 Angriff. Macht theoretisch, kann ich die jetzt auch auf diese Zone setzen, aber bringt mir im Moment eigentlich nichts. Nein. Als nächstes aktiviere ich brennendes Land, was mir als erstes mehr Schaden zufügen würde. Aber ist mir jetzt egal. Ich beschwöre Keltscher Wächter. Greife mit Drachenmeister Gaia den Kokon der Evolution an. Und mit Silberfang ein anderes Monster, was 100% nichts ist. Okay. Und ich greife dich an. Oh, jetzt geht die Karte mal auch nicht auf meinen Nerv. So, das heißt eigentlich, dass du diesen Zug jetzt fast erledigt bist.
Setze die Karte. Beschwöre. Ne, ich beschwöre gar nichts, weil ich direkt greife das Monster an. Hallo, perfekte ultimative große Motte, bringt dir nichts mehr. Greife dich direkt an. Und greife dich nochmal direkt an. Doch, funktioniert doch halt nicht. So, kriegt nochmal 900. Hat noch 900 Lebenspunkte. Kriegt nochmal 500 Schaden. Ja, komm, jetzt kann ich das auch aktivieren. Hier, faszinierender Kreis. Gehst mir jetzt nicht mehr auf den Nerv. So, ich beschwöre, wilder Kobold. Und jetzt Silberfang, greift das Monster an und Gaia beendet das Spiel. Oh, finally. Es ist vorbei, ich habe gewonnen. Nein, unmöglich, meine Motte ist unschlagbar. Gut, dann neues Duell, umgekehrt Duell, neuer Duelland, neues Deck, Booster Pack, Signaturcard, Kartenpreis und Punkte. Alles klar. Dann glaube ich, war es das auch mit der Folge. Ich glaube, ich werde es mir ein bisschen zusammenschneiden. Ah, und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.